Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Wandes da mit dem Shisha-Audio mit mir, Victor Wiese, wieder für euch da. Ein neues Video steht an und wir haben eine neue Pfeife auf dem deutschen Markt vorzustellen. Das ist nämlich die Art Hookah. Ja, wird wahrscheinlich noch nicht für jeden ein Begriff sein. Art Hookah Tempel 45 Version 3.0. Das heißt, es ist die dritte Pfeife aus dem Hause Art Hookah, also die dritte Version. Und wie man schon sehen kann, die Pfeife besteht komplett aus Glas. Ist eine Designer-Shisha aus Russland und wird in China hergestellt. Muss man auch dazu sagen. Zur Pfeife kommen wir natürlich jetzt gleich am Anfang wieder mit unseren Detailaufnahmen. Die blenden wir jetzt für euch ein. Wie ihr schon an den Bildern sehen könnt, wir haben Erdbeeren und Himbeeren mit reingemacht, um zu demonstrieren, dass man in die Pfeife Früchte geben kann durch die größere Bowlöffnung. Und dann kommen wir jetzt zu den Maßen. Gesamthöhe 45 cm und Gewicht 1501 Gramm. Die Bowlhöhe ist 28 cm und wir haben da ein Gewicht von 1250 Gramm. Dann, da die Rauchsäule, Base und das Taucher in einem ist, haben wir da eine Gesamtlänge von 38 cm und ein Gewicht von 205 Gramm. Der engste Durchmesser an der Rauchsäule, Base oder Tauchrohr, Kopfadapter und so weiter, ist ja alles am Einstück, wie wir schon gesagt haben, liegt bei 12 mm. Und das Tauchrohr hat eine Länge von 15,5 cm, für die, die es interessiert. Der Durchmesser am Tauchrohr beträgt 12 mm. Und ist auch gleichzeitig die engste Stelle an der Shisha. Das Tauchrohr und der Kopfanschluss haben beide 12 mm. Wir haben einen 18,8er Schliff bei der Pfeife. Das heißt, wir können einfach einen Adapter hernehmen von Shinny, von anderen Herstellern. So wie wir es jetzt gemacht haben, weil im Lieferumfang ist normalerweise das nicht dabei. Da haben wir normalerweise hier ein Auspustventil mit Kugel drinnen, das man nicht zuhalten muss. Und dann kann man auch auspusten. Hört sich an wie ein Maschinengewehr. Geht aber auch ohne natürlich. Aber dann kann man natürlich gleichzeitig nicht mehr rauchen jetzt. Ist klar. Aber wer schneller den Rauch loswerden will. So, jetzt sieht man die Pfeife auch nochmal gefüllt mit den Früchten, leicht schon rot gefärbt. Und ja, du könntest nicht ziehen. Oh, stimmt. Moment. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt kannst du wieder deinen Adapter reinmachen. Dann zeigen wir euch das komplette, den kompletten Lieferumfang. Den könnt ihr euch jetzt anschauen. Dort sieht man, wir haben ein üppiges Zubehör dabei. Wir haben erstmal den Karton, in dem alles verpackt sicher nach Hause kommt. Auch wieder mit den perfekten Aussparungen für die Pfeife, also speziell dafür gemacht. Wir haben dabei einen Aluschlauch, wie man schon sehen kann, zerlegbar. Der ist aus Flugzeugaluminium hergestellt und innen drinnen kann man dann, wenn man den aufschraubt, einen Kühlakku reinmachen, wenn man gekühlt rauchen möchte. Das machen wir aber nicht, weil es den Geschmack mildert vom Tabak. Dann ist ein LED-Einsatz mit Fernbedienung dabei. Dann eben das Aluventil und der Alu-Schlauchadapter, der eben auch aus Flugzeugaluminium hergestellt worden ist. Und eine Spirale haben wir noch dabei, dass der Schlauch nicht abknicken kann. Dann kommen wir noch kurz zur Verarbeitung. Die Verarbeitung bei der Pfeife ist tipptopp. Wir haben keine Lufteinschlüsse oder sonstiges festgestellt. Die Pfeife kommt wirklich super verarbeitet nach Hause. Keine Verarbeitungsfehler entdeckt. Die dünnste Glaswandstärke beträgt 2,5 mm und das dickste an dem Glas, also die dickste Glaswandstärke beträgt 5 mm. Also haben wir doch ein relativ starkes Glas. Durchzug geht klar. Da ich keine Kugel drin habe, habe ich noch einen besseren Durchzug wie der Olli. Der Olli hat ja eine Kugel drin und wie ist bei dir der Durchzug mit Kugel? Passt. Kann man nichts sagen, also es reicht vollkommen. Das heißt, es ist nicht schlecht oder jenseits des Abnormalen. Also top. Ja, also ich habe einen guten Durchzug, kann ich nichts sagen. Aber ich muss halt zuhalten, wenn der Olli mit drauf, ganz klar. Man müsste, wenn man nicht zuhalten möchte, müsste man sich einen Glasschlauchadapter kaufen mit einer Kugel drinnen. Also müsste ich jetzt zwei von denen anschließen zum Beispiel. Dann könnte man
ohne Zuhalten rauchen. Gibt es leider nicht vom Hersteller. Also ich habe schon geschaut, von der Art Hookah gibt es momentan kein Zubehör, was das anbelangt. Was wir noch sagen müssen, ist bei der Verpackung, die wird auch öfters mal gefälscht, die Pfeife anscheinend. Und deswegen hat sich Art Hookah da was einfallen lassen und hat eine Seriennummer auf die Verpackung drauf gemacht. Blenden wir euch auch ein Foto ein. Da ist so ein Rubbelfeld und dahinter verbirgt sich dann eine Seriennummer. Das heißt, die Pfeife ist dann ein Original, wenn das auf eurer Verpackung drauf ist. Wenn es nicht drauf ist, würde ich mir mal Gedanken machen drüber, ob ihr da vielleicht auf einen Fake reingefallen seid. Dann ja, zu dem LED. Wenn man das jetzt hier anmacht, es ist nicht so ein starkes LED. Man kann es zwar wunderbar nutzen, ich weiß nicht, wie es in der Kameraeinstellung jetzt rüberkommt, aber es funktioniert. Also man kann da sehr viele, ups, da geht sogar meiner mit an, kann man da verschiedene Farbeffekte auswählen. Jetzt muss ich bloß den wieder ausmachen. Die Fernbedienung kann man anscheinend für mehreres verwenden. Was ist denn am hellsten? Das Rot. Das sieht man auch. Das funktioniert. Man kann auch so einen Fade reinmachen, dass es dann von Farbe zu Farbe wechselt. Das ich kann auch. Ja, kurz trotzdem die Lichter kurz ausschalten, damit man das vielleicht besser sieht. Ja. Mach mal deine aus. Kann ich mal machen, ja. Mach mal einmal aus, dass man das mal sehen kann. Ja. Ah, das sieht man das doch relativ gut sogar. Ja, jetzt sieht man es sehr gut. Ich mache jetzt mal den Fade rein. So, jetzt müsste eigentlich die Farbe dann wechseln, genau. Also nach meiner persönlichen Meinung finde ich, dass die Beleuchtung eigentlich ausreicht. Wenn es dunkel ist, reicht es aus. Aber wenn ihr es heller haben wollt, nehmt ein Elephant-UFO oder ähnliches, stellt das noch drunter oder so eine Woodbox, dann habt ihr noch eine bessere Beleuchtung. Also da kann man sehr cool mit spielen, weil es ein durchsichtiges Glas ist. Also das passt. Genau, gut. Dann haben wir das mit dem Licht auch noch genannt. Machen wir das Licht an. So. Ja, Olli, dir ist bestimmt auch gleich von Anhieb was Negatives aufgefallen bei der Pfeife. Die Angst raucht mit, hast du so gut vorhin genau, gesagt. Genau, die Angst raucht mit. Kein Kohleteller dabei. Was war da los? Ja, also man kann jeden x-beliebigen Kohleteller drauf machen. Zum Beispiel hier so einen ganz normalen Edelstahl-Kohleteller könnte man es draufsetzen, um das Ganze sicherer zu machen, weil... ein kleiner Kritikpunkt ist auch der Diffuser, der dabei ist, also in dem Tauchrohr, der ist ziemlich schwach. Also die Diffuserwirkung ist nicht wirklich da. Das heißt, es schwappt sehr hoch, das Wasser, und dadurch sind die Vibrationen sehr stark vorhanden bei der Pfeife. Und da kann es durchaus vorkommen, dass die Kohlen wandern. Und dann, wenn ihr ganz viel Pech habt, fliegt die Kohle runter und eure Versicherung freut sich. Ja, also das ist negativ mir aufgefallen bei der Pfeife. Ja, Hitzeregulierung, also sprich sehr schlecht machbar, sprich Kohlen weiter an den Rand schieben, kaum möglich, weil durch die Vibrationen die dann doch an der Kante runterfallen kann. Weil wir schieben die dann doch teilweise anfangs eigentlich sehr, sehr weit an der Rand. Also uns kommt schon vor, dass die öfters eigentlich mal runterfällt, aber dann halt auf den Kohleteller, dann schön halt wieder drauflegen. Hier den Fall, wenn sie runterfällt, wie ihr seht, hier unten ist keine Auflageflay, die fällt halt direkt hier drauf an die Kante, wenn man Glück hat. Und dann fällt sie, wenn man Glück hat, auf sowas. Und wenn sie dann noch weiter kugelt, haben wir sie auf dem Boden, Teppichboden, Baguette-Boden. Ja, und ihr wisst, wie schnell die Mutter sich freut, wenn man zu Hause wohnt und Brandlöcher irgendwo hat. Richtig. Also da müsst ihr aufpassen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel so einen Chili-Glasteller drauf machen. Der passt auch drauf. Das wäre jetzt noch eine Alternative. So. Zum Design, gut, der eine sagt, die sieht saugeil aus, der andere sagt, mir gefällt das Design nicht. Das ist jedem selber überlassen, da müsst der eigene Geschmack entscheiden, ob die Pfeife was für euch ist, was das Aussehen angeht oder nicht. Ganz klar. Was ich noch sagen möchte, dass diese Abknickgefahr besteht dort eben nicht, das ist das Gute, also das finde ich gut, dass das dabei ist, da kann nichts passieren. Das ist gut gelöst bei der Pfeife. Auch mal kurz einen Windschutz drauf, der geht nicht. Ja, Windschutz ist natürlich auch nicht möglich. Man kann keinen Windschutz drauf machen, ohne Kohleteller auch kein Windschutz. Ganz klar. Ja, dann ansonsten zu der Pfeife können wir noch sagen,
Durch die große Öffnung lässt sich die Pfeife leicht reinigen und gut bestücken mit Früchten oder sonst irgendetwas. Die Amerikaner und die Russen machen das ja gerne, die spielen da gerne mit rum, machen da gerne mal Früchte oder sonst irgendwas rein. Also da kann man doch coole Sachen mitmachen. Ich blende euch auch mal ein paar Bilder ein, was sich die Hersteller da alles einfallen lassen haben, was man alles in die Bowl kippen könnte, um das Ganze dann noch ein extra besonderes Aussehen verleihen könnte. Also da kann man einiges rausholen. Das kann man auf jeden Fall positiv anmerken. Ja, das Glas selber ist aus Borosilikat, das heißt spezielles Glas, was bei Shishas oft verwendet wird. So haben wir eine sehr hochwertige Glasverarbeitung. Also das ist gut bei der Pfeife. Ja, zu kaufen gibt es die Pfeife zum Beispiel bei elvano.de. Da gehen noch liebe Grüße raus an das komplette Alvano-Team. Vielen, vielen Dank, dass wir die Pfeife testen durften. Spezifisch Grüße an den Arthur, der die Pfeife uns zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Und ja, ansonsten die Homepage arthuka.com. Könnt ihr mal drauf schauen, wer Russisch kann, ist klar im Vorteil. Da ist alles auf Russisch. Genau. Kommen wir zum Preis. Der ist sehr hoch bei der Pfeife. Der liegt bei 279 Euro. Ist mir persönlich zu teuer. Ich würde mir die Pfeife für den Preis nicht kaufen, weil es mir einfach zu teuer ist. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist aber eine recht kleine Pfeife in meinen Augen, ist jetzt so. Ja, ich habe eine Glaspfeife zu Hause, die langt. Also ich möchte nicht ungefähr 100 Stück daheim mit liegen haben, aber ich würde sie mir jetzt leider auch nicht kaufen. Also nichts gegen die Pfeife, aber danke. Genau, muss wieder jeder für sich selber entscheiden, wie viel Geld man für eine Pfeife ausgibt. Jo, dann kommen wir noch zur Pro- und Kontraliste, die wir für euch vorbereitet haben. Pro ist die saubere Verarbeitung, keine Lufteinschlüsse oder ähnliches festgestellt. 1A Verarbeitung, keine Mängel, gehört da dazu. Dann ein sehr umfangreiches Zubehör, die stabile Transportbox. Und der Durchzug ist auch sehr gut bei der Pfeife. Dann kommen wir zum Contra. Das wäre ganz klar, wie wir gerade angesprochen haben, der hohe Preis. Sie ist nicht komplett zerlegbar, nur in zwei Teile, wenn man nur die Pfeife jetzt nimmt. Kein Kohleteller von Anfang an mit dabei, müsste man sich selber einkaufen. Und eine schwache Diffuserwirkung. Diffuserwirkung ist fast bei null. Der einzige Vorteil ist, dass die Pfeife nicht so laut blubbert. Aber Diffuser ist ja, sage ich jetzt mal, auch dafür da, dass es nicht so stark nach oben schwappt, dass die Pfeife beruhigt ist. Das sind einfach die Löcher nach meiner Meinung nach zu klein. Ja, dann muss ich noch ganz kurz zum Schluss noch was sagen. Ich weiß es noch nicht, ob es klappt, aber ich werde den Hersteller fragen, ob wir die Pfeife noch ein bisschen länger behalten dürfen, weil ich möchte noch unbedingt einen Elvano Shisha Mix vorstellen. Für alle, die es nicht kennen, Elvano hat auch so ein paar coole Shisha-Tabakrezepte rausgebracht. Die könnt ihr auch auf der Fanpage zum Beispiel anschauen von Elvano in Facebook. Da könnt ihr diese verschiedenen Mixe nachmachen, zum Beispiel Tabakmixe, verschiedene Sorten reingeben und in die Bowl dann noch dementsprechend passende Früchte oder Säfte. Ja, das möchte ich noch gerne vorstellen. Ich hoffe, es klappt mit der Pfeife. Das werden wir aber dann in einem extra Review noch vorstellen. Gut, dann haben wir soweit alles genannt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann lasst es uns spüren mit einem Daumen nach oben. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, mit einem Daumen nach unten. Wer möchte, darf uns gerne abonnieren. Das geht hier unter uns. Und zum letzten Video geht es hier auf der rechten Seite. Einfach mal draufklicken, falls ihr das letzte Review von uns noch nicht gesehen habt. Gut, dann haben wir soweit alles genannt. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Shisha Olli und Big2B. Bis dann. Servus.